Hier möchte ich über schematisches Vorgehen sprechen, über das im Grunde, was wir schon bis jetzt besprochen haben, nochmal im Schnelldurchgang im Sinne von, wie wende ich das in der Praxis an? Also schematisches Vorgehen statisch. Grundsätzlich ist es erstmal das Wichtigste zu wissen, welche Kräfte wirken überhaupt im System. Also gibt es da Kräfte? Wenn ja, dann ist es ein statisches System. Welche? Gemeint sind äußere oder auch innere Kräfte, weil es können auch innerhalb des Systems Kräfte entstehen, die nach außen nirgendwo abgeleitet werden, weil sie sich innerhalb abfangen. Also nimm so ein Keil, das irgendwie steckt und seitlich rausdrückt. Wenn du die Kraft von außen nimmst, dann ist das die Kraft, die den Keil runterdrückt. Aber der Keil drückt auch nach rechts und links seitlich mit jeweils gleicher Kraft. Nach außen wird das nirgendwo abgetragen werden. Die Seitenkraft, die belastet aber sehr wohl die einzelnen Teile, die um Keil herum sind. Dann haben wir die Frage, wie ist das System gelagert? Also das erste, wo sind die Kräfte eingeleitet? Das zweite aber, wo werden sie ausgeleitet? Das sind die grundlegendsten Fragen. Wo ist das System gelagert? Wie ist das gelagert? Sich Gedanken über die Lagerung machen. Das dritte, wie verlaufen Kräfte und Momente im System? Also Kräfte und Momenten, Verlauf, das ist das, was man bei Schnitt macht, wenn man das so einfache Aufgaben macht von der Mechanik, Balken schneiden, Querkraft, Moment und so weiter. Aber grundsätzlich sich Gedanken machen, okay, hier leite ich Kraft ein, hier ist die Lagerung, also muss die Kraft irgendwie von Einleitung bis zur Lagerung oder lagere ich rechts und links, dann verläuft das irgendwo dazwischen. Das ist der Bereich zwischen Krafteinleitung und der Kraftausleitung, also Lagerung. Da verlaufen deine Kräftemomente. Dann grob auslegen, ohne großartige Berücksichtigung der Kerben, Bohrungen und sonstiger Feinheiten, sondern erstmal grob auslegen. Wozu brauchst du die Grobauslegung? Ja, kann denn das Bauteil grundsätzlich diese Last ab? Es hilft nichts, wenn du die Bohrung oder die kleine Kerbe versuchst zu untersuchen und vorher noch nicht mal gecheckt hast, ob denn das ganze Bauteil an sich imstande ist, das Ganze zu tragen. Vielleicht ist das völlig unterdimensioniert, also Grobauslegung. Dann folgt erst feinere Auslegung, genauere Betrachtung der Kerben. Rein analytische Berechnung nicht möglich, also Werkzeug erfähren. Das heißt, klar, es gibt Tabellen, wo für Kerben Faktoren gegeben sind und diese Faktoren kannst du aufschlagen und dann entsprechend die Kerbspannung bestimmen. Aber die sind natürlich möglich für relativ einfache Bauteile. Wenn du beliebig konstruierte, beliebig gebaute Bauteile hast, keine Wellen, die standardisiert sind mit Absätzen, sondern irgendwas schon Komplexeres, ja, dann führt eigentlich nichts um eine FEM-Rechnung vorbei, außer du misst das sehr akribisch. Aber FEM-Rechnung kann dir natürlich alles zeigen, Messung, nur das, was du misst. Bevor du etwas misst, musst du wissen, wo du es misst. Also ist auch eine kleine Feinheit. Kerben können beseitigt werden aus der Belastungszone verschoben werden. Gut, das ist der Punkt, wenn du merkst, du hast eine Kerbe irgendwo, dann entweder beseitigen, indem du die schön ausrundest, Steifigkeitssprünge vermeidest, das war auch alles ein Thema in den Videos zuvor, indem du vielleicht auch tatsächlich die so umgestaltest, dass die außerhalb der Belastungszone liegen, wenn es möglich ist. Wenn die geschweißte Lösung nicht akzeptabel ist, soll über eine Schraublösung nachgedacht werden. Das ist bei uns in der Regel so. Das ist überall so, das ist in der Mechanik so, wenn Schweißkonstruktion aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, zu
groß die Kräfte, zu unsicher, zu was auch immer, dann geht man auf die Schraublösung über. In der Regel ist die dann doch sicherer. Natürlich richtig dimensionierte Schraublösung. Bei Schraubenkonstruktion, also wenn du eine Schraublösung hast, denkst du bitte dran, an den Punkt, den ich vor ein paar Videos gebracht habe, dass du nicht nur über die Dimensionierung der Schraube nachdenkst, sondern dass du auch über die Positionierung der Schraube nachdenkst. Positioniere deine Schrauben möglichst so, dass die möglichst gleichmäßig tragen, Last tragen. In der Regel gibt es da ein paar Grundprinzipien, die habe ich im Video beschrieben. Achte darauf, wie rum die Last kommt, von wo sie kommt und dass die Schraube nicht irgendeine die größte Last abkriegt, sondern dass möglichst mehrere Schrauben die Last abbekommen, die größte. Oder idealerweise du verteilst die Last so, dass die alle gleichmäßig tragen. Es geht nicht immer. Bei der Auslegung soll Materials ebenfalls berücksichtigt werden bzw. festgelegt werden. Das heißt, wenn du auslegst, klar, es gibt die Stellgröße-Geometrieverbesserung, um Spannungen zu verbessern und so weiter. Geht das nicht aus irgendeinem Grund, gehst du über auf die Materialverbesserung. Ja? Die Materialverbesserung, du gehst von S 235 auf S355 und schon hast du deine Streckgrenze nach oben gesetzt. Das heißt, du hast die Grundlast nicht verbessert, aber du hast die Belastbarkeit deines Materials, deines Bauteils verbessert. Gut, wir sprachen noch über Nichtlinearitäten, Knicken. Ist der eine Punkt, aber du weißt noch, dieser Träger, der leichte Schräge hatte und dadurch fast 50% oder so mehr Spannung hatte. Also auf sowas möglicherweise achten. Über die Empfindlichkeit gegen Imperfektion in dem Fall. Klar, man kann nicht alles von vornherein berücksichtigen. Aber man kann so ein paar Sachen im Hinterkopf haben. Wenn du irgendeine Strebe hast, die sehr schmal ist und die quasi hochkant steht und die Biegung hält, dann weißt du, dass wenn die leicht verschoben ist, da die Spannungen doch ganz anders aussehen. Ja, ich würde sagen, für heute fertig. Viel Spaß. Das ist ein Seminar. Bleib kurz dran, ich erkläre es. In der Videobeschreibung gibt es einen Link dazu. Bis dann. In der Videobeschreibung findest du einen Link. Dort kannst du die Unterlagen für das Seminar Vorausschauend konstruieren oder Technische Mechanik und Dynamik für Konstrukteure, Ingenieure etc. kaufen. Wie läuft das ab? Grundlagen, Kenntnisse, aufgefrischt, wiederholt. Für jemanden, der vielleicht noch nicht damit zu tun hatte, ist es auch schneller Einstieg in die Grundlagen der Mechanik. Dann gibt es praktische Anwendungen. Da macht es meistens Klick. Wozu brauche ich das Ganze? Man lernt doch das Ganze nicht, um zu vergessen. Wo macht es Sinn, die Mechanik anzuwenden? Wie wendet man die an? Was ist Mechanikgefühl? Ist auch wichtig zu verstehen. Ich gehe auf die Mechanik ein, auf die Dynamik ein, auf das, was dein alltägliches Werkzeug beim Konstruieren, beim Produktentwickeln sein wird. Du hast über 180 Folien, Unterlagen, du hast zusätzlich noch eine Formelsammlung, du hast zusätzlich noch Excel-Tabelle. Ja? Das sind diese drei Sachen und da gehe ich explizit auch auf die Schraubenberechnung ein. Jede einzelne der Folien, jede einzelne Unterlage, die du da runtergeladen hast, wird hier in meinem YouTube-Kanal beleuchtet. In der Playlist, auf meinem YouTube-Kanal, in der Playlist Vorausschauend konstruieren. Findest du die Videos, die exakt dafür zugeschnitten sind. Jeder Titel hat am Ende die Bezeichnung Folie, Nummer und dann die Foliennummer, so dass du quasi speziell zu deiner Folie, speziell zu deiner Frage ein Video aus meiner Playlist finden kannst. Bis dann.